Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Vous en connaissez le sujet, donc je ne vais pas prolonger. Passer immédiatement la parole à Monsieur le Conseiller fédéral. Danke bestens, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe heute früh dem Nationalratspräsidenten mein Rücktrittsschreiben zukommen lassen. Nach 8 Jahren in der Landesregierung werde ich mein Mandat am 31. Dezember 2018 beenden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie es mir geht, es geht mir gut, ich bin wach. Nur damit Sie wissen, was Sie zu schreiben haben. Es kommen noch 3 Monate Intensivarbeit auf mich zu, mit anderen Worten. Es ist heute nicht der Moment, um Abschied zu nehmen. Ich will diesen Tag verstanden wissen als Zäsur, selbstverständlich. Als Zäsur, wo ich meinerseits Dankeschön sagen kann Ihnen, die Sie mich begleitet haben, meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, meinen Kolleginnen, Kollegen, dem Vizekanzler ganz speziell. Er hat mir das in Erinnerung gerufen, wie wir hier herspaziert sind. Und er hat es auch verdient, er hat wirklich gut zu mir geschaut. Also, was sind die Gründe, weshalb ich meine Tätigkeit als Bundesrat beenden will? Ich hatte seinerzeit mich relativ schwer getan, die Einladung zu kandidieren anzunehmen. Ich hatte damals eine unternehmerische Aufgabe und die habe ich geliebt. Und ich konnte mir schwerlich vorstellen, meine Unternehmungen einfach so zu verlassen. Ich habe es getan, weil damals mein Sohn und meine Tochter gesagt haben, Vater, wenn du dir deinen Kopf in der Politik einschlagen lassen willst, dann sind wir bereit, unsere Köpfe in die Firmen zu investieren. Das war ein guter Deal. Noch mit heutigen Augen viel besser, als ich mir das damals vorstellen konnte. Ich habe der Familie damals gesagt, die Amtszeit wird mit Sicherheit nicht so lange sein, wie ich die Amtszeit bei der Swissmem vorher absolviert hatte. Und ich habe mir damals vorgestellt, dass ich nach dem ersten Übergangsjahr, ich musste ja nach einem Jahr zur Wiederwahl antreten, eine Periode machen würde und dann schon bereits altersmäßig am oberen Limit angekommen wäre. Und vor 4 Jahren habe ich zwischenzeitlich so viel Spaß bekommen an der Tätigkeit als Bundesrat und an der Tätigkeit im Team, dass ich es nicht lassen konnte, noch eine Amtszeit anzuhängen. Ich bin 67, das ist, glaube ich, zulässig, dass man sich etwas zurücknimmt. Ich habe vorhin im Ständerat gesagt, ich will jetzt aktiver Großvater werden und vielleicht die eine oder andere unternehmerische Tätigkeit wieder aufnehmen, das wird sich weisen. Die Schweiz ist heute völlig anders aufgestellt als 2010 und 2011. Ich erinnere nur an den Durchbruch des Schweizer Frankens auf Parität. Und ich erinnere mich, wie ich hier gesessen habe und irgendwie erklären musste, was wir tun könnten oder tun sollten, ohne dass wir interventionistisch wurden. Und diese Zeit ist Gott sei Dank heute nicht mehr. Wir sind heute wirtschaftlich stark unterwegs. Wir sind dynamisch unterwegs. Wir sind rund um den Globus anerkannt als diejenigen, die among the most innovative sind und die vor allem auch eine fast nicht existente Arbeitslosigkeit kennen, Jugendarbeitslosigkeit kennen. Man beneidet uns um unsere Situation. In einer solchen Situation geht man als Unternehmer
und als Politiker auch etwas leichteren Herzens vom Posten weg. Der Moment ist aber auch gut, weil ein neues Zeitalter eingeläutet wird oder eingeläutet ist. Und das Zeitalter heißt Digitalisierung. Ich glaube, wir unterschätzen nach wie vor enorm, was das für uns bedeuten wird, was das für die Bildung bedeuten wird, für die Wertschöpfungsketten, die auseinanderfallen und neu zusammengesetzt werden müssen. Ich bin wirklich stolz, dass ich vor ein paar Wochen die Staatssekretärin Bildung, Forschung, Innovation vorstellen konnte. Eine Frau, die, wenn das Wort Digitalisierung fällt, sagt, mache ich schon lange, das bin ich. Und nicht so. Also wir haben dieses Digitalisierungszeitalter eingeläutet. Man muss sich dem jetzt verschreiben, diesen Digitalisierungsherausforderungen 100%ig annehmen. Damit ist der Zeitpunkt gut, um eine neue, fachlich herangebildete Equipe ins Feld zu schicken. Wir sind auch vor der Vernehmlassung in der Landwirtschaftspolitik. Das ist eine gute Ansage. Es ist die Landwirtschaftspolitik, die wir seit 14 konsequent verfolgen, 14, 17, 18, 21, jetzt 22 plus. Also auch dort ist es gelungen, nach etwas Holprigkeit, das wissen Sie ja, wieder zusammenzustehen und miteinander ein Lied zu singen und mit gemeinsamen sich gegenseitig unterstützen, in die Zukunft zu gehen. Freihandelsabkommensmäßig, da könnte ich jetzt etwas lakonisch sagen, ich habe eben das Highlight erlebt im Ständerat, die Motion Grain, die den Handel mit Palmöl verbieten wollte, ist im Ständerat mit Stichentscheid, gerettet worden. Wenn wir Protektionismus in dieser Art zu machen beginnen, dann geht es mit dem Wohlstand unseres Landes ganz schnell in die falsche Richtung. Die Freihandelsverträge sind keine Freipässe für Sünden in Sachen Nachhaltigkeit, aber sie sind absolut notwendig, damit wir mit präferenziellen Marktzugangskonditionen operieren können. Mindestens so gute präferentielle Bedingungen, wie sie der internationalen Konkurrenz zugestanden werden. Dafür kämpfen wir. Wir sind mit Indonesien einem Abschluss in Griffweite. Mercosur ist gut aufgegleist, aber hängt vom Fortschritt der Verhandlungen zwischen der EU und Mercosur ab. Und was eine neuere Erfindung ist, ist die Exploration mit den USA. Ich bestätige das ganz formell, dass wir seit ein paar Monaten mit den Amerikanern ausleuchten, ob man einen Einstieg in eine Verhandlung wagen könnte, und das wagen wir natürlich nur, wenn wir eine einigermaßen Sicherheit haben, dass man dann auch zu einem Abschluss kommen könnte. Und all die Fehler und all die Fakten aus dem Jahre 2006, die sind natürlich nach wie vor bekannt und werden nicht ein zweites Mal gemacht. Und damit gebe ich diesem Projekt eine gute Chance, dass es weitergeht. Und ich hoffe natürlich eines Tages dann, von Weitem sagen zu können, das wäre noch unter meinem Regime initiiert worden. Dann sind wir, was Bildung, Forschung, Innovation anbetrifft, vor dem
Freigeben der nächsten Botschaft, der Botschaft für die Jahre 21 bis 24. Dort noch einmal der Hauptakzent, der den Unterschied zur Vergangenheit macht, ist der Akzent der Digitalisierung. Europapolitik, das überlasse ich die Kommentierung meinem Kollegen Ignacio Cassis. Als Wirtschaftsvertreter habe ich immer darauf gedrängt, dass wir gesicherte Rahmenbedingungen kennen, dass die Unternehmerschaft weiß, in welche Umgebung sie investiert, damit Investitionen in gesicherten, nachhaltig gesicherten und geklärten Bedingungen amortisiert werden können. Wir tun uns schwer. Ich tat mich auch schwer über die Jahre und auch heute noch mit dem Akzeptieren von gewissen Bedingungen, die uns nach wie vor gestellt werden. Also wenn ich so etwas bilanziere für mich und Ihnen sage, Freihandel sind wir gut unterwegs, Digitalisierung haben wir rechtzeitig die Initiativen ergriffen. Was die Jobs anbetrifft, sind wir weltmeisterlich, aber das kann ganz schnell ändern. Ich warne davor und ich nehme die Swiss Skills, die wir vor ein paar Tagen hier in Bern abgehalten haben und abgeschlossen haben. Das war die wichtigste Demonstration meiner Ansicht nach, um dem Land, um den Eltern, um den Jungen, um den Lehrern zu zeigen, dass es eine Chance gibt, wenn man berufsgebildet wird, dass man als Berufsgebildeter sich die Zukunft erstreiten kann und die Unabhängigkeit erstreiten kann, weil man einen Job findet. Jobs, 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 das ist das, worauf wir die Politik ausgerichtet haben. Horizon 2020 sei noch einmal in Erinnerung gerufen. Die Nachfolgediskussion steht an. Und dann will ich meine Bilanz abschließen mit der Ansage, wir sind ein kleines Land, ein fittes Land, ein sozialpartnerschaftlich gebautes Land, ein bottom-up gebautes Land, ein Milizland. Das sind alles Assets, um die wir benieden werden. Dazu müssen wir Sorge tragen. Ich habe es vorhin gesagt, meine Kinder haben gesagt, Vater, wenn du den Gringotsch verschießen, jetzt habe ich es etwas deutlicher gesagt, Berndeutsch, dann investieren wir unsere Köpfe. Jemand andere hat gesagt, Gring aber und Säckl, Entschuldigung, der Ausdruck. Ich würde das umdeuten auf Kringhaben und Krampfen. Damit habe ich Ihnen noch einmal bewiesen, dass ich geblieben bin, wer ich bin. Und das war mir wichtig. La Suisse et le petit paradis. Diese Ansage mache ich bei jeder Gelegenheit. Nicht um zu bluffen, aber um zu beweisen, dass ich Französisch kann. Und die Reaktionen sind in aller Regel gut. Sauf à la maison. Und es ist jetzt soweit. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich hatte die Chance und die Ehre, aktiv beitragen zu können, dass ein Staatswesen in schwierigsten Zeiten, in Unabhängigkeit, in relativer Unabhängigkeit, mit Flexibilität, mit Pragmatismus, mit Gemeinsinn, sich durch die Wogen winden kann. Das ist nicht ganz selbstverständlich und damit will ich noch einmal den Dank aussprechen an Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, die Kanzler selbstverständlich mit eingeschlossen. Und ein Dankeschön will ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurufen. Auch noch einmal,
Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur diejenigen im eigenen Departement. Wir sind eine Schweiz, wir sind nicht 7 Silos, wir sind eine Einheit und wir haben uns sehr bemüht, aufeinander zuzuarbeiten. Das ist mehrheitlich gelungen, ab und zu ist eine Panne passiert, das gehört zum Leben. Ihnen danke für die Begleitung über die vergangenen 8 Jahre. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous propose d'ouvrir la ronde des questions. Qui souhaite prendre la parole en premier? Monsieur Wüthrich. Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, vous nous réunissez ce matin pour nous faire cette annonce, alors que cet après-midi, vous êtes censé participer à une conférence de presse qui lance une des campagnes que le Conseil fédéral présente comme l'une des plus importantes, qui est le combat contre l'initiative sur l'autodétermination. Pourquoi cette collision de calendrier? Ja, wegen der Medien. Es war vorgesehen, meine Annonce am Freitag zu machen. Aber Sie finden ja alles heraus, ein paar Tage vorzeitig. Und dann wollte ich nicht, dass man jetzt eine ganze Woche irgendwelche Lügen auftischen muss. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich und ganz offen, meine Familie hat ab und zu gelitten und meiner Frau traue ich nicht zu, auch am letzten Tag nicht, dass sie lügen muss, wenn sie gefragt würde, geht er oder geht er nicht. Und mit jetzigen Offenlegen kann sie sagen, jawohl, er geht, das heißt, er kommt. Prochaine question, Madame Gmür. Ok, j'ai plusieurs questions, je ne sais pas où commencer, mais peut-être comme... Ah ja, auf Deutsch, Entschuldigung. Ja, nein, ich war noch am Notieren. Sie haben erwähnt mit den, die Sache mit der Landwirtschaftspolitik. Sie haben über den Sommer einen heißen Sommer erlebt mit den Gewerkschaften. Im Moment ist auch die Kriegsmaterialausfuhren sorgen für emotionale Voten und Debatten. Inwiefern war das auch ein Grund, vielleicht zu sagen, nein, jetzt habe ich keine Lust mehr? Es ist nicht so, dass ich keine Lust mehr habe. Das ist die Erfindung eines Kollegen gewesen. Es hat nichts mit der Situation in diesen 3 kritischen Bereichen zu tun. Ich hatte mir vorgenommen, ich habe es vorhin versucht zu sagen, dass nach 2 Perioden der Moment gekommen ist. Wenn ich früher als Unternehmer in solchen Situationen gefragt wurde, habe ich immer gesagt, wenn 5 Divisionen unterwegs sind, müssen mindestens 3 funktionieren, 4 lieber. Dann trägt es eine, die etwas holpert. Wir haben mit der Landwirtschaft jetzt, glaube ich, wieder Boden gefunden, sodass wir gemeinsam im Dialog die Politik festlegen können, im guten Sinne, natürlich nicht im unumkämpften Sinne, aber im guten Dialog. Was die Gewerkschaften anbetrifft, ich habe es mit anderen Worten gesagt und wiederhole es. Dieses Land ist ein sozialpartnerschaftlich gebautes Land. Ohne Sozialpartnerschaft geht es nicht. Und gegen den Willen der Arbeitnehmer brauchen wir keine Rahmenbedingungen in Brüssel zu diskutieren. Die flankierenden Maßnahmen, die dazu gehören, müssen geklärt werden können. Und mir bleiben jetzt 2,5 Monate, um auch diesbezüglich noch einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Wenn etwas nicht geht in unserem Land, dann ist es, dass man sich dem Gespräch verweigert. Das werden wir korrigieren können. Kriegsmaterial. Die Debatte kommt morgen. Ich werde morgen aufzeigen, weshalb es eine ganz bescheidene Korrektur ist, die der Bundesrat machen will. Weshalb es eigentlich für mein Verständnis
keine Welle ist, die da ausgelöst wird. Es werden Einzelbeurteilungen auch weiterhin sein, Geschäft für Geschäft. Wir sind uns unserer Verantwortung schon bewusst. Und umgekehrt hat der Bundesrat oder haben wir alle miteinander einen Verfassungsauftrag, der heißt, wir müssen für unsere eigene Sicherheit sorgen können. Das heißt, eine gewisse Rüstungsbasis ist gewollt und gemusst. Und dafür stehe ich natürlich auch hin. Also, es ist etwas viel zusammengekommen, das gebe ich gerne zu. Wahnsinnig viele Urlaubstage hatte ich nicht und ab und zu eine Nachtübung, aber das ist Normalität und manchmal sogar spannend. Merci. Madame Gmür, peut-être une deuxième question, mais après je passerai à quelqu'un d'autre. Ja. Sie kündigen Ihren Rücktritt heute an, im Wissen, dass auch Ihre Kollegin Doris Leuthardt möglicherweise Ihren Rücktritt bald ankündigen könnte. Würden Sie eine Doppelvakanz begrüßen? Dazu nehme ich nicht Stellung, weil ich Partei bin. Ich bestätige Ihnen einzig, dass ich meine Entscheidung in völliger Unabhängigkeit getroffen habe. Nächste Frage, Monsieur Moser. Monsieur Moser. Ja, Herr Bundesrat, ich habe da eine Frage. Sie haben, glaube ich, gestern Ihre Kollegen so gegen 10 Uhr abends mit Ihrem Rücksicht ziemlich überrumpelt und heute kompromittieren Sie die Lancierung der Selbstbestimmungsinitiative des Bundesrates. Können Sie mir sagen, wieso das der Rücksicht gerade heute stattfinden musste? Ist das Ihnen erst gestern in den Sinn gekommen? Danke für die Frage. Ich habe vorhin gesagt, weshalb heute und nicht am Freitag, das wiederhole ich nicht, das haben Sie gehört. Eine Kompromittierung der Initiative, die wir heute Nachmittag vorstellen, ist überhaupt nicht das Thema. Und die Überraschung, irgendeinmal müssen Sie Farbe bekennen, und das habe ich gestern Nachmittag abends getan. Sie wissen offensichtlich besser, wann die Telefonate stattgefunden haben, mit der Zeitverschiebung tatsächlich bis weit in die Nacht hinein. Aber eine Kompromittierung, das, Herr Moser, das... Erlauben Sie mir eine Gegenfrage, eine zweite Frage. Wenn in den nächsten Tagen wird alles über Ihren Nachfolger und Ihren Rücksicht reden und nicht mehr über die Initiative. Wir haben gestern Nachmittag eine Diskussion geführt, was das bedeuten könnte, Vor- und Nachteile. Wir sind der Ansicht, dass beide Themen Platz finden, und wir werden heute Nachmittag miteinander reden, ob der Platz, den die Initiative findet, genügend ist oder nicht. Muss genügend sein. Monsieur Heimann? Mir ist immer noch nicht klar, warum Sie dieses letzte Jahr, das 2019, nicht auch noch machen. Was spricht dagegen, dass Sie das auch noch machen? Ich habe ein Leben lang gedient. Wenn ich etwas persönlicher werde, ich bin seit Schulfreundschaft jetzt 50 Jahre mit meiner Frau unterwegs. Und wir werden nicht jünger, und ich habe von Anfang an mir vorgenommen, nach 8 Jahren muss es dann möglich sein, mich zu befreien. Meine Frau hat das x-fach gehört, hat es nie geglaubt. Und jedes Mal, wenn ich Ihnen gesagt habe, ich werde gewählt bis zum Schluss der Legislatur, hat sie mir dann zu Hause gesagt, wie ist das zu verstehen? Und ich wollte nichts anderes sagen, weil ich sonst Klartext hätte reden müssen und offenlegen müssen. Also habe ich die Hülle genommen, in der ich mich bewege. Das ist die Legislatur. Und irgendeinmal in dieser Legislatur findet es jetzt statt. Oui, prochaine question. Oui, Monsieur Schneiderman, vous nous dites, je vais bien, je crois qu'on n'en doute pas.
On a tout de même constaté un ministre qui apparaissait régulièrement assez fatigué lors de plénières ou lors de séances. Je voulais vous demander, est-ce que ces 8 années au pouvoir tout de même vous ont marqué, ou plutôt comment ces 8 années au pouvoir vous ont marqué? Je sais que vous êtes très très attentif en ce qui concerne moi, ma müdigkeit, ma situation physique. Il y en a là-dedans des collègues qui ont participé à des missions au Mercosur, en Chine et ailleurs. Et normalement, c'était eux qui ont dormi avant moi. J'ai toujours travaillé. On devient fatigué plus ou moins. Si je ferme mes yeux pour écouter totalement concentré, c'est aussi un sort de sommeil. Jetzt ohne Flachs. Ab und zu bin ich müde, das gebe ich gerne zu, aber ich weiß wenigstens weshalb. Prochaine question, Monsieur Brocci. Sie haben gesagt, Sie hätten die Entscheidung in völliger Unabhängigkeit getroffen. Trotzdem die Frage, gab es seitens Ihrer Partei Wünsche, wann Sie diesen Rücktritt verkünden? Und Sie haben gesagt, wir haben das gestern besprochen. Also mit wem haben Sie das besprochen? Mit meiner Familie. Vorgestern hätte ich sagen sollen. Dann wäre es ganz korrekt gewesen. Heute ist Dienstag. Was war die Frage? Ja, die Rolle Ihrer Partei beim Zeitpunkt des Rücktritts. Die Partei hat mich vor etwa einem Jahr gefragt, was ich im Sinne hätte. Und die Partei hat mir, wie ich vor ein paar Tagen signalisiert habe, ich würde mir das überlegen, nahegelegt, noch ein paar Monate im Amt zu bleiben. Und ich habe zwischenzeitlich der Partei mitgeteilt, dass ich diesem Wunsch nicht entspreche, dass es in jeder Beziehung besser ist, wenn ich jetzt Platz mache. Das sage ich, nicht die Partei. Prochaine question, Madame Buhr. Platz machen für wen? Sie haben im November letztes Jahr an der Wahlfeier von Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter gesagt, Sie halten ihr den Weg frei, damit Sie in Ihre Fußstapfen treten können. Für wen halten Sie, machen Sie Platz? Sie erwarten ja nicht, dass ich Meier oder Müller sage. Ich mache Platz für einen liberalen Geist, für einen unternehmerischen Geist, für jemand Mutiges, der die Werte, die wir sind, in die Zukunft trägt, an vorderster Front. Ich mische mich aber definitiv nicht in die Kandidaturenkür ein. Monsieur Meda. Doris Fiala, die Präsidentin der FDP-Frauen, hat vorhin in der Wandelhalle gesagt, Sie seien ein ausgesprochener Frauenförderer, dass Sie in der Verwaltung, in Ihrem Departement sehr viele Frauen auf Chefposten geholt haben. Jetzt, Sie wollen zwar nicht Mayer oder Müller sagen, aber Sie hätten jetzt hier noch die Möglichkeit, nochmals als Frauenförderer aufzutreten. Was sagen Sie, würde es der FDP gut tun, wenn Ihr Nachfolger eben eine Nachfolgerin wäre? Liebe Frauen hier im Saal, die Männer hören nicht zu. Natürlich würde es der Partei gut tun. Aber die Partei sucht sich ihre passendste Persönlichkeit, und das habe ich nicht weiter zu kommentieren. Und man hat mir gesagt, dieser Nachsatz sei erlaubt. Man hat mir kürzlich an einer Begegnung mit Unternehmerinnen gesagt,
Es war nicht die große Medienshow, die du abgezogen hast, aber du hast einfach gehandelt und die Staatssekretärin gebracht. Und wenn Sie noch wissen wollen, wieso ich mich freue über diese Staatssekretärin, sicherlich wegen der Persönlichkeit, aber vor allem auch, weil sie in der Lage ist, Kanton und Bund, wenn es um Bildungssystem geht, zusammenzuführen. Digitalisierung habe ich schon erwähnt. Und dann muss es eine KMU-affine Persönlichkeit sein. Wir sind ein KMU-Land und dieses KMU-Land muss in der internationalen Konglomeratisierung bestehen können. Und das ist wichtig, dass die Staatssekretärin davon etwas versteht oder etwas ganz natürlich lebt. Und dann ist sie eine Frau. Und wir haben eine demografische Herausforderung in die Zukunft. Wir haben ein Fachkräfteproblem in die Zukunft. Wenn es dieser Frau gelingt, die jungen Mädchen etwas zusätzlich zu interessieren für alles, was Naturwissenschaft ist, für alles, was auch Technik sein kann, dann ist für mich die Rechnung zweimal aufgegangen. Y a-t-il encore des questions? Si ce n'est plus le cas, je vous propose de conclure. Oui, monsieur, pardon, monsieur Vincenz, dernière question. Ja, Herr Bundesrat, 8 Jahre waren Sie oder werden Sie Bundesrat gewesen sein. Wie hat das Amt Sie verändert? Hat es Sie verändert? So habe ich geglaubt, die Fragerei wäre vorbei. Jetzt kommt noch eine schwierige Frage. Ja, ich gebe Ihnen gerne Antwort. Ich mache es nicht absichtlich spannend. Ich will nur nicht eine Hetzjagd initiieren. Man wird in der Politik etwas suspicious und das Vertrauen muss man sich ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen, weil das ab und zu leiden droht. Und je offener der Kontakt zu jemandem ist, je offener man miteinander umgeht, zum Beispiel im Bundesratsgremium, umso weniger diese Vertrauensproblematik. Politik ist, das habe ich begriffen. Ich war ja nicht Politiker, bevor ich kam. Ich bin auch nicht Politiker, wenn ich jetzt gehe. Aber ein paar Sachen habe ich begriffen. Sie müssen Mehrheiten organisieren, Sie müssen Seilschaften organisieren. Da sagen Sie nicht immer alles geradeaus, sondern Sie taktieren, das ist legitim. In der Businesswelt geht das so nicht. In der Businesswelt kommt schnell einmal der materielle Aspekt ins Spiel und nimmt Überhand und der ist dann knallhart und damit nicht vertrauensbrechen. Falsche Wort. Vertrauenslimitierend. Ich bin etwas suspicious geworden, prinzipiell. Danke. Gibt es eine letzte Frage? Das wird wirklich die letzte, allerletzte Frage sein. Frau Gmür. Herr Neider-Ammann, Sie haben den Zustand der Wirtschaft als sehr positiv beschrieben, mit den Jobs, tiefe Arbeitslosigkeit. Wie würden Sie den Zustand der Schweizer Politik beschreiben? Gut. Gut. Wo soll ich beginnen? Wir haben keine Rohmaterialien. Und keine Rohmaterialien heißt, die Korruption hat gar keinen Platz. Und je weniger korrupt ein Land ist, umso besser ist es unterwegs. Und wir sind super gut unterwegs im internationalen Quervergleich. Wir können unsere Mittel in Bildung, in Forschung, in Innovation konzentrieren.
Das ist etwas anderes, als wenn man sie irgendwie verteilen muss auf wenige Köpfe. Wir verteilen sie auf die Gesamtpopulation, gleichwertig, gleichmäßig. Und die Wirtschaft ist deshalb gut unterwegs, weil wir sie am Markt haben. Ich nehme noch einmal die Berufsbildung. Dr. Kim hat den Deutschen und uns Kompliment gemacht, wir hätten die besten Systeme und deshalb wären wir die Beschäftigsten. Ich habe dann Kim gesagt, das ist richtig, aber du hättest erst die Schweiz nennen sollen und dann Deutschland. Und wenn ich das jetzt ausdeutsche in einem Satz, dann hat das auch etwas für sich. Wir wechseln dreimal pro Woche von der Praxis in die Theorie zwischen Unternehmung und Gewerbeschule oder zweimal. In Deutschland macht man das vier Monate weise. In Frankreich ist es noch weiter vom Markt weg. Die Leute auf dem kürzesten Weg an den Markt führen, heißt mit dem geringsten Aufwand Fachkräfte zu akzeptablen Kosten den Unternehmungen zur Verfügung stellen. Und da sind wir unique und zudem müssen wir außerordentlich Sorge tragen. Und deshalb sind wir gut unterwegs. Ich habe vielleicht die Frage etwas missverständlich formuliert. Wir haben eine Legislatur bald zu Ende nächstes Jahr. Keine wirklich großen Reformen kamen zustande. Europapolitik ist blockiert. AHV-Vorlage wurde abgelehnt. Unternehmenssteuerreform 3 wurde abgelehnt. Es gibt Leute, die diese Konsensfähigkeit, auch die Suche nach breiten Mehrheiten bedauern. Wie sehen Sie das? Ja, Sie zählen Beispiele auf, die einer Lösung warten und das kann nicht irgendwie auf dem Nimmerleinstag sein. Ich bin schon der Meinung, kommen Sie mit mir nach Genf, en français und in Englisch, und kommen Sie mit mir zu den Shipping and Trading Companies. Die habe ich über die 8 Jahre jährlich 2-mal besucht, ganz bewusst. Und ohne strenge Agenda. Aber um zu spüren, ob die bei uns nach wie vor sind oder ob die mit einem Auge nach Singapur oder weiß Gott wohin blinzeln. Die haben mir über längere Zeit gesagt, wenn ihr dann im Jahr 17 die Steuerreform erledigt habt und wenn ihr dann im Jahr 17 das Verhältnis mit der Europäischen Union geklärt habt, dann sind wir garantiert geblieben. Und jetzt sagen Sie seit 17, wenn wir dann im Jahr 20, so lange können wir warten, so lange sind wir bereit, ein gewisses Risiko zu nehmen. Mit anderen Worten, alle mobilen Firmen oder die mobilen zuerst, die überlegen sich schon, wer die Schweiz ist oder nicht ist. Und in gewichtigsten Dossiers, wie Sie es aufgezählt haben, sind wir nicht weitergekommen. Es sind aber auch ganz, ganz schwierige Fragen, die man nicht einfach übers Knie brechen darf. Ich halte mich noch als Schweizer Bürger. Wir haben unsere Souveränität seit Jahrhunderten. Ich habe mir immer gesagt, als Bundesrat mache ich den historischen Fehler nicht und helfe nicht mit, die Souveränität in Frage stellen zu lassen. Und dann sind wir bei den zwei Säulen und bei dieser ganzen Thematik, wie man letztlich zusammenfindet, an der Spitze. Danke, Herr Bundesrat. Wir schließen diese Medienkonferenz hier. Ich danke Ihnen allen. Heute Nachmittag, 14.15 Uhr, gibt es die nächste zur Selbstbestimmungsinitiative.